Also willkommen, Claudia Rauch, Osteopathin, Physiotherapie, denke ich, ne? Und Schilddrüsenfachrichterin. Und wir wollen hier in dem Gespräch mal aufmerksam machen auf dieses hier, ein Buch, Hashimoto. Es geht ja um diese Frage: Ich habe Hashimoto, was kann ich machen? Wie sieht es mit meinem Hormonsystem aus? Wie kann ich eingreifen, therapeutisch? Und das wollen wir jetzt alles mal mit Claudia besprechen. Ja, wo fangen wir denn an? Wir fangen mal an bei deiner eigenen Betroffenheit, denke ich, oder? Du hattest jetzt auch Ja. Hashimoto schon gehabt und kannst jetzt ja von Grund auf alles erzählen. Genau. Willst du Ich mal? bin live und in Farbe dabei, wie man so schön sagt. Mhm. Also, bei mir wurde die 2017, Anfang des Jahres 2017, ging es mir irgendwie so komisch, habe mich nicht mehr wohl gefühlt. Denke ich, was mache ich jetzt? Irgendwas passt nicht. Und dann habe ich mir ein Blutbild gemacht, weil ich war müde, ich war schlapp, konnte nicht erklären, woran das es liegt. Und dann habe ich mir eben Blut gezogen, habe es eingeschickt. Schilddrüse ist bei uns ein Familienthema. Ich habe sie auch immer schon die ganzen Jahre so ein bisschen beobachtet. Und sie war immer so, ja, so leicht an der Unterfunktionsgrenze. Ich habe aber dem nicht besonders viel beigemessen, habe es so gelassen. Und dann kam eben der Befund. Und der TSH-Wert war zu der Zeit bei 39. Und die Schilddrüsenhormone selber waren also auf dem Laborzettel völlig verschwunden. Da war nur noch ein Strich. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt muss ich aber mal gucken, dass ich hier in die Puschen komme. Bin mit dem Befund zum Hausarzt. Der hat natürlich sofort nochmal Labor veranlasst. Der konnte es gar nicht glauben. Schaut den Zettel an, schaut mich an und sagt, sofort ins Labor. Hat Hat sich dann den gewundert, dass es Schilddrüsen. mir dann doch noch relativ gut ging, wenn er die Werte sieht, ne? Genau, also mir ging es eigentlich immer relativ gut und ich hatte wirklich ganz, ganz schlechte Werte, auch einen ganz schlechten Stoffwechsel. Es war wirklich alles drunter und drüber, aber trotzdem war ich fit. Und dann hat er eben Ultraschall gemacht, habe mich sofort dann noch zum Sintigramm geschickt, hat dann Knoten noch festgestellt und ja, dann bin ich da hingegangen in das Sintigramm mit einem Rezept mit L-Thyroxin in der Hand und der Arzt sagte, ja, wenn die Knoten halt nicht anders wären, müssen wir sie halt rausschneiden. Und ich habe ihn dann Also nur angegrinst. gleiches Erlebnis wie das Hunderttausende, wenn vielleicht nicht Millionen, vor allem Frauen in Deutschland durchmachen oder Genau, insgesamt. richtig. Mit dem großen Unterschied, dass du als Heilpraktikerin ja auch schon viele Jahre arbeitest, also schon viel Vorwissen hattest, dann Genau. das ist ein bisschen Ich das hatte ja andere. zu der Zeit auch schon angefangen mit meiner Therapie und war eigentlich da schon auf einem guten Weg. Und der Arzt da in Was der hast du damals Radiologie. gemacht? Erzähl mal, was waren deine erste Also. Idee, wie du da reinkommst und Ich hatte erst einmal das Immunsystem eben im Fokus, weil ich da zu der Zeit eine starke Entzündung hatte. Also die Schilddrüse war geschwollen, der Hals war dick. Ich fühlte mich so richtig kränklich. Und dann habe ich angefangen, eben die mit der Wittorgantherapie bei mir selber, das Immunsystem also quasi in die Ruhe gebracht. okay, was ist Dann habe ich. wie ist die Idee? Sind das Stoffe, die man Also das ist wie eine Eigenbluttherapie. Man zieht sich selber Eigenblut. Bei mir darf ich es ja selber machen. Und dann kriegst du so kleine Whales, das sind so kleine Fläschchen, da spritzt du so, man stellt ein Serum her, dann spritzt du so 1 Milliliter von dem Serum in diese Fläschchen, verschüttelst es dann, spritzt wieder 1 Milliliter ins andere Fläschchen, das ist wie so eine Potenzierung. Und dann fängst du an, bei D12 bis zur D4 dich runterzuspritzen, dreimal die Woche. Na, das ist immer so 21-Tages-Rhythmus. Immer so 1 Milliliter, ziehst du raus, spritzt dreimal und dann kommt das nächste Fläschchen. Wieder dreimal, dann kommt das nächste Fläschchen. Und so holst du dir quasi die Antikörper wieder runter. Genau, dass man sozusagen den Körper konfrontiert mit ja, seinem eigenen Gewebe und Genau. dann noch zusätzlich mit anderen Stoffen. Und hat das funktioniert damals? Das hat gut funktioniert. Ich habe natürlich dann auch Stuhlprobe gleich eingeschickt, geguckt, was macht der Darm. Der war natürlich auch auf Alarm. Ich habe da gleichzeitig dann auch therapiert, habe eben dementsprechend die Mittel dazu genommen, habe dann. Was hat man denn da gefunden? War das dann ein Leaky Gut-Syndrom, dass du dann. Das war ein Leaky Gut, dann waren die Lactobacillus und die ganzen Milchsäurebakterien, Probiotika, Präbiotika, die waren alle zu niedrig. Dann war ein leichter Candida-Befall, was ja dann immer in der Regel ist, wenn das Milieu nicht stimmt.
Genau. Dann hatte ich die Entzündungsparameter, also Alpha-1-Antitrypsin, Calprotectin war nicht erhöht, aber das Lysozym war dann noch erhöht, also die ganzen Entzündungsfaktoren waren dann quasi auch erhöht. Das heißt, die ganzen Schleimhäute, die waren schon in Alarm. Deutlicher Hinweis, dass der Darm vielleicht auch dann beteiligt war an der Situation, ja. Genau. Und, also da hattest du schon zwei Dinge, wo du eingreifen konntest, positiv. Und hast auch gemerkt, dass es bergauf ging dann? Ja, also mit dem L-Tyroxin mit Sicherheit nicht. Ich hatte das dann 2-3 Mal genommen und dann ging es mir also richtig, richtig schlecht. Mir ging es ja vorher nicht schlecht, aber mit diesen Tabletten hat es mich... Wie war denn das Schlechtsein? Was hast du denn da gespürt? Es war mir vom Kreislauf so komisch, richtig komisch. Dann war es mir teilweise übel. Und was dann war, bei mir hat sich die Psyche verändert. Ich wurde total weinerlich. Ich habe bei jeder kleinsten Schwierigkeit, habe mich hingestellt, habe geweint, habe gedacht, was ist denn jetzt los? Also das war nicht mehr ich. Ne? Bis mein Mann dann irgendwann gesagt hat, was ist mit dir los? Was blärst denn laufend? Der kennt mich ja so gar nicht. Ne? Und dann gesagt, also irgendwas stimmt da nicht. Und war das eine höhere Dosis oder wie viel hast du da genommen? Es waren 50 Mikrogramm. Und das sieht man öfters, dass eben das als Hormonersatz nicht so günstig ist, wie man es... Nein, also bei mir hat es nicht funktioniert. Genau. Gar nicht. Ich habe das dann auch schnell wieder weggelassen. Habe dann mich meiner anderen Therapie wieder gewidmet, jetzt ohne Hormonersatz. Und habe also erstmal versucht, dass ich mir diese 1500 Antikörper TPOAK, die wo ja bei mir dann gleich auf 1600 oben waren, die habe ich mir dann in kürzester Zeit eigentlich runtergebracht mit dieser Therapie. Also Entzündungen raus, war ganz gut. Aber ja, und dann lag hier eine Patientin auf der Liege und sagt, Mensch, ich kenne da jemanden, ich habe da was gehört. In Bamberg gibt es da einen Spezialisten, der heißt Rieger. Und dann habe ich da eben nachgeguckt und genau, ein Vierteljahr später hatte ich dann einen Termin. Mhm. Genau. Und ich weiß noch, am Anfang war die Schilddrüse relativ klein zu sehen. Es war sehr viel Vernarbung, also sie war einfach klein geworden, unbemerkt über viele Jahre, bis du eben dann in die starke Unterfunktion gelandet warst. Das heißt, du hast zwar in dem Moment schon sehr viele heilende Maßnahmen ergriffen, aber sie war einfach zu klein, um alleine das stemmen zu können. Genau, richtig. Dann haben wir ja den Schilddrüsenextrakt dann entdeckt, denke ich. Ne? Für die ging's sofort aufwärts. Also ich war eigentlich am zweiten Tag nach der Einnahme, war ich wieder topfit. Super. Mir ging es ja so schon nicht schlecht, aber das war dann wirklich so die Schippe drauf, wo ich gesagt habe, jawohl, jetzt geht's wieder, jetzt bin ich wieder fit. Und um den Zuschauern das kurz zu erklären, das ist eben dann ein Stück tierische Schilddrüse, meistens vom Schwein, manchmal vom Rind, wo man dann bereits fertige, bereits biologisch aktive Hormone gibt. Und das macht einfach einen Unterschied, dass wenn man vorher im L-Tyroxin nur ein Hormon, eine Hormonvorstufe eigentlich kriegt und das eben oft nicht umgewandelt wird. Ne? Und das, was du erlebt hast, das ist ja tatsächlich sehr aussagekräftig. Das erleben sehr viele, dass sie sagen, jetzt habe ich neue Beschwerden, die ich vorher noch nie hatte. Was macht das? Und das sind eben dann ungünstige Unterhormone, die da im Übermaß entstehen auf dem Abbau. Und du hast aber keinen großen Vorteil erlebt, ne? Im Sinne von, das oder das wird besser. Ja, manchmal kann es eben so schief gehen wie bei dir. Und bei sehr vielen ist es ungünstig. Viele bekommen ja dann auch Muskelschmerzen, unbändige Muskelschmerzen, wissen nicht, wo die herkommen. Und wie gesagt, wir haben ja letztens erst jemanden umgestellt und es war innerhalb von 2 Tagen waren die Schmerzen weg. Das ist immer faszinierend, wie das bioidentische Hormon dann doch in die Regulation eingreift. Ich finde das echt faszinierend. Da warst du sozusagen relativ schnell wieder die Alte und dann hast du dich schon drauf besonnen. Ich glaube, das hat dann die berufliche Tätigkeit auch beeinflusst, dass du gesagt hast, ich mache die Fortbildung zur Schilddrüsenpraktik. Genau. Ich informiere mich sonst noch an allen möglichen Teilen, habe ein eigenes Konzept und deine Praxis ist ja jetzt innerhalb von 2 Jahren sehr stark, wie du gerade erwähnt hattest, mit Schilddrüsenpatienten jetzt aufgeführt. Ja. Erzähl mal ein bisschen drüber, wie hat sich denn das so entwickelt? Ja gut, ich habe das ja dann auf der Homepage auch angekündigt, dass ich jetzt da die Ausbildung mache und habe natürlich das Buch derweil schon geschrieben, weil ich habe mir gedacht, ja, das kann nicht sein, warum geht es allen anderen denn so gar so schlecht und mir gar nicht, was mache ich denn so anders wie die anderen? Und dann habe ich mich hingesetzt. Es ist wirklich, also was das Schöne dran ist, es ist ja aus der eigenen Perspektive, der eigenen Erfahrung geschrieben. Es ist auch sehr humorvoll, du hast ja wirklich sehr viel Positives auch da hinein verpackt und du kannst auch gut zeichnen. Also es ist nicht lustig, so
Vielleicht zeigen wir mal ein paar von den Bildern. Also die sind auch sehr anschaulich. Und was mir so gut gefällt, ist, es ist eben dann doch auch zu sehen, diese ganze Erfahrung, die du auch als Therapeutin hattest über die vielen Jahre hinweg schon. Also du versuchst nicht eine Pauschallösung zu finden, wie das auch oft der Fall ist, dass man zum Beispiel sagt, naja, dann gebe ich eben Schilddrüsenextrakt jeden und dann wird es schon gut werden. Sondern das Buch hat wirklich, also die Güte bezieht sich daraus, dass es sehr verschiedene Aspekte nimmt. Und da ist ja der seelische Aspekt auch deutlich besprochen worden. Also nicht nur, wie geht es mir von der Seele her, sondern auch, wie komme ich da ein bisschen in diese Hashimoto-Krise hinein. Es ist ja nicht nur ein körperliches Phänomen. Ne? Genau. Bei mir war das natürlich Jahre vorher schon. Also ich weiß schon, wo der herkommt. Der kommt bei mir auch nicht von ungefähr. Das weiß ich schon. Wahrscheinlich, dass das Hormonsystem über viele Jahre sehr stark überbeansprucht wurde. Ne? Genau. Ist der ein Mensch, der viel Leistung bringt. Ich weiß nicht, willst du was erzählen von deiner Kindheit schon, was du da mitgemacht hast? Das ist ja auch... Naja, das erste Mal war ja schon, ich hatte ja einen etwas holprigen Start in die Welt. Das heißt, wir waren Zwillingsmädchen, meine Zwillingsschwester ist dann verstorben, so nach der Geburt, eine halbe Stunde nach der Geburt. Und wir waren Frühgeburten eben und ich kam in den Brutkasten, habe mir dann auch noch eine Infektion zugezogen, hatte dann Rückenmarksentzündung, war dann 4 Jahre lang auf Immunsuppressiva, hatte mit 5 dann einen Rückfall mit dem Ganzen, also immer Immunsuppressiva, dann Krankengymnastik. Das war natürlich schon nicht ganz so schön. Dann natürlich Korsett getragen, da schon immer die Lachsalven von den Mitschülern über das Korsett eben. Und ja klar, ich wollte mich da natürlich immer behaupten, ganz klar, weil ich immer die Kleinste und die Schwächste war. Und dann ist der Ehrgeiz erwacht und bin dann natürlich oft über meine Grenzen auch rausgegangen, das weiß ich schon. Ne? Habe dann die Signale nicht gehört und habe dann weitergearbeitet, habe auch fast 25 Jahre Gastronomie, auch in der Selbstständigkeit, 7-Tage-Woche. Das ist natürlich nicht so passend für die Gesundheit und ich glaube, das war auch der Auslöser, dieser ganze Stress, dass der Hashimoto letztendlich dann bei mir angeklopft hat. Ich denke es auch, also es ist eine gewisse genetische Disposition, ja, die man aber nicht unbedingt fürchten muss, aber wenn man natürlich dann verschiedene Faktoren zusammenkommen hat, also beispielsweise ist ja dann die Nebenniere sehr gequält worden durch diese Zeiten der Krankheit und des Leidens. Plus medikamentös dann auch noch runtergedrückt worden. Und ich denke auch, das ist bei sehr vielen Menschen, dass dann eben, wenn du eben dann Leistung bringen anfängst, dann wird die Nebenniere auch noch sehr stark gefordert. Und diese Schwäche, die dann eben da ist, wird dann oft von der Schilddrüse versucht zu kompensieren. Ja. Und da sieht man eben dann sehr häufig diese Entzündungsschübe, die es eben dann gibt. Das ist ja eine ganz häufig gemachte Beobachtung jetzt auch von mir, wenn Menschen in die Praxis kommen, wenn die im akuten Stadium sind, auch von der Hashimoto oder von einer anderen Schilddrüsenentzündung, dann steckt dahinter natürlich auch eine gewisse, ja wieder so eine Kombination von verschiedensten negativen Faktoren. Und das Einzige, was man selbst dazu beiträgt, das hast du ja auch erwähnt, ist, man versucht natürlich auch, sich durchzusetzen und die Leistung zu bringen und das durchzustehen. Und das ist natürlich für ein Hormonsystem schon eine große Belastung. Ja, das ist wichtig. Wundert mich. Du hast ja auch sehr weit gebracht, das müssen wir haben. Ne? Also auch in deinem Beruf ist es ja wirklich das ganz Besondere an deiner Praxis, ist ja, dass du als Osteopathin natürlich da auch noch sehr stark die Zusammenhänge erkannt hast, was eine kranke Schilddrüse mit dem Körper macht und umgekehrt. Willst du da ein bisschen dazu sprechen? Also die Schilddrüsenpatienten, die haben natürlich alle so ein Merkmal, sage ich mal. Die, wo jetzt wirklich so eine verkleinerte Schilddrüse ohne Entzündung haben, die sind sehr verhärtet. Also das sind die ganzen Muskeln, sind sehr verhärtet, die Nackenmuskeln, die Schultern, dann der Brustkorb, dann auch der Hals, also der Platysma, der Muskel ist so richtig zusammengezogen und die sind so richtig in sich auch erstarrt, die haben eine Starre. Genau, manchmal ist aber verklebt. Also ich beobachte auch, dass manchmal das wie ein Block geworden ist. Mhm. Ein harter Block von Gewebe, was man entzündet war und jetzt durch eine Vernarbung richtig aneinander heftet. Genau. Und so ist es dann auch in der Psyche, weil die sind wirklich, die können sich nicht mehr entwickeln. Die sind stehen geblieben, die trauen sich auch nichts mehr zu. Und da, wenn man dann am Gewebe anfängt zu arbeiten, dann machen die auch plötzlich wieder auf. Das merkt man so Stück für Stück. Und das freut mich auch, dass du das auch schon bestätigen kannst jetzt durch die Tätigkeit, weil wir ja die Schilddrüsenmassage so sehr in den Vordergrund stellen, dass wir sagen, da ist ja oft auch wirklich
auf organischer Ebene noch ein Problem zu lösen. Dass man sagt, wenn da so eine Verklebung da ist, dass es eine richtige Energieblockade gibt, dann, wie du schon sagst, dann ist das ja auch geistig-seelisch ein Problem. Dass sozusagen da, wenn die Energie nicht fließt, dann kommt man ja auch nicht ins Handeln. Das stelle ich immer wieder fest. Und jetzt hattest du in unserem Vorgespräch erwähnt, dass du jetzt Patienten auch hattest, wo du direkt beobachten konntest, dass nur durch die Berührung und die Massage sogar die Antikörperspiegel runtergegangen sind. Ja, ich hatte also einen jungen Mann und der hat also vor der Schilddrüsenmassage hat er sich Blut nehmen lassen, hat die Antikörper kontrolliert, da waren wir noch bei 1400. Mhm. Weil wir haben jetzt ganz viel Therapie auch schon gemacht und Darm angeguckt, die Antikörper gingen irgendwie nicht runter, die wollten nicht. Und dann haben wir jetzt zweimal Schilddrüsenmassage gemacht. Ich habe es ihm auch selber also angelernt, aber er wollte es natürlich immer lieber von mir, ganz klar. Freut mich auch. Alleine nie auf der. Man macht es einfach nicht so. Ich sehe das ja selber an mir. Das ist einfach anders. Und nach dem zweiten Mal hat er sich wieder Blut ziehen lassen und auf einmal waren die Antikörper von 1500 auf 600 gefallen. Ja, super. Also alleine, weil wir das Entzündungswasser aus diesem ganzen Gebiet raus transportiert haben durch diese Massage, konnte sich die Schilddrüse da erholen. Das war echt sagenhaft. Und ich finde eben, da gibt es so viele Vorteile. Also einerseits sicherlich mehr Durchblutung, Verbesserung des Lymphflusses. Und dann muss man ja sehen, dass diese Antikörper auch gebildet werden in dem entzündeten Gewebe und das ja wissenschaftlich recht solide nachgewiesen ist, wenn man entzündete Drüsen berührt, dass eben dann die Entzündungsfaktoren runtergehen. Und das kannst du jetzt ja auch in der Praxis bestätigen. Ja, das ist richtig. Und dann ist Folgendes noch bei der Massage, gerade bei den Frauen, weil wenn die so in diesem Stadium sind, in diesem Entzündungsstadium oder auch schon in diesem Regnizitationsstadium, wo die nichts mehr machen können, die beschäftigen sich nicht mehr mit sich. Mhm. Und in dem Moment, wo du ja die Schilddrüse quasi berührst, man massiert ja jetzt nicht wirklich auf der Schilddrüse, sondern man macht ja eine ganz sanfte Streichung, kann man ja da sagen. Genau. Die werden auch aufgefordert, sich auf ihre Schilddrüse zu konzentrieren. Also quasi, die müssen sich auf sich selber wieder einlassen. Und oft, also ganz oft bei den Frauen, platzen dann die Emotionen raus. Ne? Die fangen dann zu weinen an, wenn ich dann die Schilddrüse hier ganz zart berühre und sage, geh mal dahin mit deinen Gedanken, konzentriere dich drauf, fühl mal rein, wie es ist. Und dann fließen die Tränen, also es macht alles auf und es ist sehr erlösend. Und das haben wir auch. Das haben wir auch gesehen in unserer Tätigkeit, weshalb wir diese Patiententage eingeführt haben, dass wir sagen, wenn du mal gespürt hast, die Schilddrüsenmassage, dann hast du auch die Motivation oder auch überhaupt die Kraft, ins Handeln zu kommen. Aber wenn man nur informiert wird, also man wird untersucht, informiert und dann wieder verabschiedet, dann hat das nicht diese Qualität. Und natürlich hat man auch oft Möglichkeiten oder Hinweise zu sagen, was kann ich selber dann noch mit der Massage weitermachen. Oder man findet natürlich jetzt eine Therapeutin oder einen Therapeuten, der das kann. Wir haben ja schon einige ausgebildet. Natürlich ist es schön, wie in deinem Fall, dass man schon so viel Vorwissen und Vorkenntnisse hat, dass sich das dann sozusagen, die Schilddrüsenmassage dann noch eingliedern kann. Wenn sich jemand bei Null anfängt als Therapeut, die Massage zu machen, ist der Weg länger. Ne? Bei dir war es natürlich im Grunde genommen eine Information, die nochmal wertvolle Zusatzinformation war. Und ich sehe auch, wie sich das schon entwickelt bei dir, dass du die Technik immer mehr verfeinerst. Und ich würde auch sagen, an dieser Stelle versuche auch daran zu denken, das weiterzugeben oder sogar auszubilden, ne? Dass vielleicht andere das auch mehr machen können. Also ich sehe wirklich momentan, das größte Defizit ist noch, dass es so wenige gibt, die eben wirklich hier ranlangen, was spüren, was sagen können und eben dann Hilfreiches auslösen können. Vielleicht ist auch mein Pluspunkt, dass ich es ja selber habe. Ne? Ich kann ja selber sagen, wie es ist und wie es gewirkt hat, weil wenn ich an Ines denke, wo wir ausgebildet wurden eben und ich habe die Schilddrüsenmassage dann zweimal hintereinander bekommen, ich habe 3 Stunden lang geheult, wie bei mir selber alles aufgeplatzt. Aber seitdem, muss ich sagen, entwickle ich mich auch. Das ist das mit der Stagnation, wo ich an mir selber merke, da ist was aufgegangen, da ist wieder Raum, da ist wieder Luft, da ist eine Entfaltung wieder möglich, weil hier die Verklebungen aufgehen. Der Mensch kann sich wieder entfalten, der wächst wieder und ich merke es an mir selber und ich finde das wunderbar. Mich freut es auch sehr, wenn ich sehe, welchen Weg du bist. Naja, gut. Dann haben wir das soweit jetzt schon mal ganz gut besprochen, glaube ich. Ich mache nochmal aufs Buch aufmerksam. Wo kann man das herkriegen, dass du das vielleicht nochmal erwähnst?
Also das Buch gibt es über meinen Buchshop. Also ich vertreibe das im Selbstverlag. Der heißt www.rauchs-buchshop.de. Da kann man die Printausgabe eben bestellen und das E-Book gibt es ganz normal bei Amazon. Wunderbar. Ich kann es nur empfehlen, das Buch. Ja, liebe Claudia, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir. Und alles Gute. Das wünsche ich dir auch. Bis wir uns wiedersehen. Ciao. Tschüss.